Ja, hallo ihr Lieben, ich stehe hier am Eingang unserer Sportschule in Bopfingen und ich bin der Michael Stahl, wer es nicht weiß. Und ja, heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar, wir haben Besuch und zwar unsere gute Unterstützerin, Freundin Chris Kempers. Chris Kempers hat eine spannende Biografie, wie wahrscheinlich jeder von uns, aber sie hat etwas tun dürfen, was nicht jeder von uns tun kann oder tun darf. Sie hat mal vor 500 Millionen Menschen gesungen, ja, nicht in der Halle oder sonst irgendwo, sondern für Deutschland beim Grand Prix in Zagreb 1990 und zwar weltweit haben da 500 Millionen Menschen zugeschaut, ja. Ja, und sie ist heute hier, das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich jetzt reingehe, sie stimmt sich schon ein bisschen ein und die Kollegin, die Hilda ist drin. Die Hilda wird sie ein bisschen interviewen und wir werden auch noch zwei, drei Lieder von Chris dann hören. Und sie wird erzählen, ja, von ihrem Leben, von dieser Welt. Sie war mit Roy Black, mit Howard Carpendale unterwegs und heute ist sie hier in Bopfingen. Ja. Jetzt dürft ihr mich rein begleiten, die zwei freuen sich schon und genau, und ich hoffe, ihr habt ja, viel Spaß bei diesem Beitrag und dass ihr ihn fleißig teilt und den Kanal abonniert, das wäre richtig toll. Und weil es gibt immer wieder Interviews und hoffentlich auch wertvolle Impulse für euch. Genau, so, jetzt gehen wir rein. So, durch die Tür, die kriegt nicht jeder auf, habe ich schon mal erzählt. Ja, da braucht man einen schwarzen Gürtel oder ne, brauner Gürtel reicht, ja, bis man die aufkriegt, ist nicht so einfach. So, dann gehen wir jetzt rein. Jetzt schon die ersten Töne. Ja. So. Ja, jetzt legt sie los. Jetzt, wo sie weiß, dass sie reinkommen hat, gibt sie noch mehr Gas. So, das ist die Hilda. Ja. Ist für den Gesang zuständig? Nein, war nur ein Spaß. Gell. Keine Angst, keine Sorge. Und das. Bin über Stativ gestolpert. Das ist die Chris. Chris, kannst du ganz kurz Hallo sagen zu den Leuten? Hi! Hi! Hi. So, und jetzt gibt's einen Schnitt, jetzt gibt's ein richtig professionelles Interview mit Klaus Kleber, ne, Hilda Kaufmann. Peter Patex. Peter Patex. Klaus Kleber, Peter Patex. Oh, falls der Herr Kleber das sieht, ich, Entschuldigung für Chris Kempers, gell? Also es war nicht böse gemeint, gell? Also, bis gleich. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir beginnen. Ja. Geh mal aus dem Bild. Ja, ich geh aus dem Bild. Chris. Hallo Hilda. Du bist mal wieder bei mir. Ja. Das ist schön. Ja, meine zweite Heimat. Immer wieder bei mir willkommen zu heißen. Wir haben uns kennengelernt vor 11, 12 Jahren. Ich hätte gedacht vor 10 Jahren, aber ich weiß es auch länger nicht mehr. 2008 oder 2009. Ich weiß nur. Da warst du noch so klein, Hilda. Ich weiß nur, wir waren da an einem Vortrag und genau. Da hast du musikalische Umrahmung gemacht. Umrahmung gemacht. Die was? Eine Umrahmung gemacht. Eine Umrahmung. Eine Umrahmung. Ja. Eine Umarmung. Und da haben wir uns kennengelernt, genau. Genau. 12 Jahre her. Ja, kann sein. 2008 oder 2009 war das. Ich weiß nicht mehr genau. Genau. Eigentlich hatten wir gar keine Zeit zu reden. Nee? Nicht nee. Wirklich. Also wir haben eigentlich erst auf dem Parkplatz. Auf dem Weg zum Parkplatz hast du gesagt, wir telefonieren mal. Und ja, das haben wir ganz schnell gemacht, ich glaube eine Woche später schon und dann haben wir uns verabredet. Und dann habe ich dich das erste Mal besucht. Genau. Ja. Aber was ich schon an dem Abend mitgekriegt habe, das hat uns glaube ich der Matthias damals erzählt. Genau. Ja, der Matthias war auch mit dabei bei diesem Vortrag und der hat uns erzählt, dass die Chris 1990 in Zagreb für Deutschland gesungen hat, ja, genau. Mit dem Titel Frei zu leben und sogar den 9. Platz gemacht hat. Und da würde ich dich jetzt gerne fragen, wie kam es da dazu und was hat das mit dir gemacht? Kann ich ganz kurz, weil es ist ein Fan von der Chris gekommen, ja. Zwar meine Tochter Laura. Hallo, ja, Laura. Magst du mal hier hinsetzen, Laura? Ja, setz dich doch da hin.
Genau. Wir sind da ganz locker. Locker. Hallo. 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 Wie geht's dir? Gut. Schön. Prost, schön geworden. Mai. So, jetzt frei zu leben, gell? Frei zu leben. Frei zu leben, genau. Ja, wie bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde? Ich habe damals in Mannheim in einem Studio öfter gesungen, Commercials, Werbungen für verschiedenste Firmen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt ist, wie nennt man das? Vorher war das ein Autoren, ein Komponistenwettbewerb. Dann hat man es zum Produzentenwettbewerb gemacht. Und in dem Studio, wo ich gesungen habe, ist Grüne Nigel produziert worden. Grüne Nigel Band. Und irgendwann bin ich dann gefragt worden, hast du nicht Lust damit zu singen? Ich habe gedacht, naja, gut, den Spaß machst du mal mit. Genau, und so ging es dann weiter. Aber das Singen war schon immer so dein, ja, deine Leidenschaft? Immer, ja, schon. Im Kindergarten musste ich schon immer singen. Wann hast du Gitarre spielen gelernt? In der Schule. In der 7. Klasse, glaube ich. Okay. Hat unser damaliger Rektor eine Gitarren-AG gegeben. Mhm. Und ich habe dann gesagt, die möchte ich gerne machen. Und meine Mutter hat dann gesagt, nee, es gibt keine Gitarre. Du fängst immer alles an und dann machst du das nicht weiter. Mhm. Dann kriegte ich von den Nachbarsjungen eine geschenkt, die war hässlich babyblau lackiert. Deckel komplett gerissen, völlig kaputt, kam gar kein Ton raus. Und ich kriegte dann gesagt, lern das erstmal, wenn du das kannst, dann kriegst du eine neue. Und nach 3 Monaten habe ich dann da gestanden und gesagt, jetzt kann ich spielen, jetzt will ich eine haben, eine ordentliche. Und habe dann noch eine. Beim Grand Prix damals waren ja, soviel ich weiß, die Gesamtzuschauer vom Bildschirm auch um die 500 Millionen. 500 Millionen, glaube ich, waren es. Also, da geht einem schon die Düse, ich sag das. Ich habe mich heute gefragt, wo ich mir so überlegt habe, was ich dir für Fragen stellen könnte. Was geht da in dir vor, bevor da der Vorhang aufgeht sozusagen oder bevor es dann heißt, jetzt kommt ihr dran? Wie ging es dir da? Was hast du da gefühlt? Hast du da noch irgendwas denken können oder funktionierst da nur noch? Oder wie war das beides. Also es gibt Phasen, dann zermarterst du dir den Kopf. Und dann kommt wieder eine Phase, wo dein Hirn leer ist, du froh bist, wenn du den Text noch bereit hast und du fährst dann wirklich auf Überlebensmodus. Und weil das ist so ein riesiges Spektakel und die Leute werden geschoben von da nach da nach da, du hast feste Probenzeiten, dann stimmt irgendwas mit dem Arrangement nicht und nochmal von vorne und jedes Mal wieder abbrechen. Das zerrt so an den Nerven. Und du stehst da als kleine Sängerin, kleiner Sänger, heißt in einem Land, dessen Sprache du nicht sprichst, wo du dich nicht unterhalten kannst. Mein Englisch war damals leider auch hundsmiserabel. Also ja, da irgendwann gehst du auf Überlebensmodus. Und viele Leute, die gucken, sehen nur das Leuchten, die Lampen. Das klingt alles toll und das sieht alles noch toller aus, aber in Wirklichkeit, hat mit der Realität gar nichts zu tun eigentlich. Ich habe da mal eine Idee kurz. Ich habe ja ein paar Fotos von dir, wo du mit... Videos nicht, aber ich habe ein paar Fotos. Also wir zeigen jetzt mal ganz kurz Fotos von der Zeit, wo Chris dann richtig unterwegs war. Und zwar ein Foto mit Roy Black. Ja? Für unsere Zuschauer, die ihn nicht kennen, fragt mal Mama, Papa oder Oma, Opa. Ja? Ganz in weiß. Ja? Es singt nicht weiter. Gell? Und dann haben wir noch ein Foto von Udo Jürgens. Wie kam es da dazu, Chris, mit Udo Jürgens? Ich habe damals auf der Lorelei haben wir ein Musical gemacht und er kam, um die Bühne zu inspizieren, weil er wahrscheinlich vorhatte dort... War er damals bei der Polizei oder wie? Nein, er
der guckte sich die Bühne an, um dort ein Konzert zu machen. Ja. Und das war, wir spielten halt und dann wurde dann darum gebeten, ein Foto mit ihm zu machen. Ihm hat es gefallen, er fand es toll. Ja, cool. Schöne lange blonde Haare hat es da. Ja, leider nicht echt. Ja, dann Gott sei Dank. Dann haben wir das Foto mit Roy Black. Wie kam es da dazu? Roy Black habe ich kennengelernt. Das ist alles resultiert, alles aus dem Grand Prix raus. Ja. Ich wurde angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ihn Chor zu singen, für eine Fernsehsendung oder für verschiedene Fernsehsendungen. Und das habe ich dann gemacht. Und Roy Black ist einer der normalsten Menschen, die ich im Showbiz kennengelernt habe. Das war so ein herzensguter Mensch und der hat so mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden und nicht im Wolkenkuckucksheim. Ihm wurde so vieles nachgesagt, aber... Spannend, das von jemandem zu hören, der mit ihm zusammen war, unterwegs war. Und selbst 2 Jahre danach waren die damals, wo ich wohnte, in der Nähe. Dann kam ein Anruf von seinem Management. Wir sind da und da hast du nicht Lust zu kommen. Dann haben sie mich noch mit auf die Bühne geholt und dann haben wir das Medley, da habe ich live mitgesungen, was wir auch in der Fernsehsendung gesungen haben. Ich bin sogar bezahlt worden damals. Oh, du hast es für Geld getan? Ich hätte es auch ohne Geld getan. Und die kannten mich noch und waren so lieb, so herzenswarm, auch sein Manager. Das war einfach schön dabei zu sein. Und ein Name habe ich noch gehört in Verbindung mit dir, habe ich aber kein Foto, Howard Carpendale. Wie kam es da dazu? Das war auch Anfrage über einen Intendanten vom WDR, ob ich da Chor für singen könnte, auch für eine Fernsehsendung. Ja, und das habe ich dann. Prima, dann schauen wir uns jetzt ein paar Fotos von Chris an. Kamera läuft! Jetzt warst du in Zagreb, ihr habt den 9. Platz gemacht. Ja. Ihr wurdet von wie viel? Das wäre vielleicht nur wichtig. Ich weiß es gar nicht mehr. Waren das 24 oder 32 Nationen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich müsste das einfach nachgucken. Sagen wir 32, hört sich besser an. Klingt besser, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Aber 9. Platz heutzutage, ja? Also wenn man denkt, nein, aber der 9. Platz galt damals nichts. Also wir wurden... selbst dort in Zagreb von der deutschen Presse gejagt, von einer Ecke in die andere. Und als dann die Punktebewertung zu Ende war, sind sie an uns vorbeigelaufen. Also es ist, wenn du in Deutschland nicht den 1. Platz machst, hast du verschissen. Entschuldigung, aber es ist wirklich so. Und von da an war das Thema Grand Prix komplett ad acta gelegt. Da kam von dieser Seite nichts mehr, gar nichts mehr. Aber egal, ich habe trotzdem weitergemacht. Und, ja, weil dass du singen kannst, das hat nichts mit dem Grand Prix in dem Sinne zu tun, sondern das hast du, das ist deine Gabe, das ist dein Talent. Und jetzt, wie ging es dann weiter aber für dich? Natürlich resultierte das alles irgendwo daraus, dass ich in den Medien in der Zeit präsent war. Ich habe dann 92 angefangen, Musical zu machen. One-Woman-Show auf der Loreley.
Genau, das war einfach ins Blaue rein, nicht wirklich geplant. Also es gab Musik, das wurde aufgenommen in Köln in einem großen Studio. Ich saß dann allein auf meinem Felsen. Es war geplant, das live zu machen, aber ich war da ganz alleine. Und wir haben das, glaube ich, 6 Wochen in der Form gemacht und dann ist es nochmal geändert worden. Es kam zusätzlich Liedmaterial dazu, es kamen zusätzlich Darsteller dazu und live war das leider nicht zu machen, weil der technische Aufwand so riesig gewesen wäre. Und, aber ich habe immer so laut gesungen, dass die vorne gesessen haben, gesagt haben, die singt ja wirklich! Genau. Nee, aber das war eine tolle Zeit. Das war echt eine schöne Zeit. Der Sommer war heiß. Ich hatte da streckenweise 60 Grad auf diesem Backfelsen. Und wir waren so ein eingeschworenes Team. Das hat einfach Spaß gemacht mit den Leuten da. In dieser riesigen Bühne. Und wenn Großkonzerte waren, wurde das Ganze abgebaut. Aber wir hatten Backstage-Ausweise. Wir konnten rein, wo wir wollten. Und dann hieß es immer, was macht ihr hier? Wir gehören zum lebenden Inventar. Und dann war das Ding gegessen. Hast du noch Kontakt zu diesen Leuten von früher? Nein, gar nicht mehr. Schade. Gar nicht mehr. Ja. Das ist irgendwann, geht so jeder seinen Weg. Das ist leider im Musikgeschäft. Die Kontakte, also wenn sowas auseinandergeht, wenn sowas beendet wird, das Wenigste hat Bestand. Das ist so eine kurzlebige, das ist alles so kurzlebig und die Freundschaften sind kurzlebig, obwohl ich mich da echt noch gerne dran erinnere. Hast du schon mal versucht, Kontakt aufzunehmen zu dem einen oder anderen? Oder? Das Problem ist, nach so einer langen Zeit wird wahrscheinlich niemand mehr an dem Ort leben, an dem man gelebt hat und ich weiß die Namen zum Teil gar nicht mehr. Ja, dann können wir hier in dem Moment vielleicht auch den Zuschauern sagen, dass alle, die Chris Kempers von früher noch kennen, mit ihr Musik gemacht haben, können uns gerne schreiben und wir leiten das dann weiter an die Chris, gell? Machen wir große Familien, Bekanntschaft, Freunde, Zusammenführung, wer weiß, ja, was kommt daraus alle entsteht. Nicht nach Bopfingen. Wir wohnen schon in Bopfingen. Ja, ich komme extra nach hier. Alle in meine Sportschule, Bahnhofstraße 12, genau. Alle willkommen. Dann machen wir hier ein gemeinsames Konzert. Ja, alles ist möglich, ja. Schön. Ja, die Hilda winkt zur Regie rüber, gell? Ja. Aber dann kam, Chris, für mich war es ja wirklich ein Wunder, dich kennenzulernen, weil ich habe ja deine Musik gemocht. Ich kannte deinen Namen, ich kannte das Lied. Es hat mir ja wirklich gefallen und muss aber auch sagen, so bin ja so ein Schlager-Fan auch. Gell? Alles, was mir gefällt, gefällt mir halt. Gell? Da ist Country dabei, Schlager dabei. Ich mochte auch zum Beispiel von Ingrid Peters über die Brücke gehen. Gell? Und Gruppe Wind, ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich mal einen Vortrag gehabt, ich weiß nicht mehr, vor 10, 12 Jahren. Ich weiß nicht, an dem Tag, es war richtig heiß damals, ja. Und dann hast du Musik gemacht und ich habe dann den Leuten gesagt, ich bin so begeistert von der Sängerin. Und dann ist einer hergekommen, der Matthias. Ja. Aus dem Ohr zu hören. Ja, ich muss dazu sagen, wir sind ja wirklich sehr direkt und ehrlich. Diese Bank, ihr wisst ja, die Banken sind mir sicher, diese auch nicht. Da ist so ein Fuß ein bisschen krumm, gell. Jetzt sitzen wir mit... Mit 6,5 Pobacken hier drauf, gell? Es könnte schief gehen, ja, aber wir lassen es drauf und dann wird's lustig, gell? Ja, und ich glaube, der Matthias, gell, ein bekannter Freund von dir. Matthias ist mein Untermieter, der wohnt unter mir. Und der hat zu mir gesagt, ja, weißt du überhaupt, wo die Dame schon gesungen hat? Sag ich, nee, also das wissen. Und dann hat er gesagt, ja, beim Grand Prix, das ist die Chris Kempers. Und da war ich so begeistert, weil ich kannte deinen Namen ja schon seit 1990 und ja, so hat uns jemand zusammengeführt. Jetzt sind wir bei diesem jemand, ja. Mhm. Du hast viel Druck erlebt in deiner aktiven Zeit und vielleicht auch gewisse Einsamkeit, auch wenn man vor 500 Millionen Menschen singt. Selbst wenn man inmitten von 500 Millionen Menschen singen würde, kann man einsam sein, ja. Aber ja. Du hast den gefunden, der ja, die Einsamkeit dir geraubt hat. Ja, ich habe ihn gefunden, aber ich war damals noch gar nicht mal einsam. Mhm. Ich war damals frisch verliebt. Mhm. Es gab gar nicht die Notwendigkeit, den einen zu finden. Aber er hat mich gefunden. Und die Rede ist von Jesus.
Kein höheres Wesen. Nein, Jesus. Kein höheres nicht Wesen. Universum. Nein, auch nicht. Nein, die Wahrheit hat einen Namen und der Name ist Jesus. Was hier besetzt bedeutet Rettung, ja? Ja. Genau. Yeshua HaMashiach. Jetzt gib mal nicht so an. Ja. Yeshua HaMashiach bedeutet Jesus, der Gesalbte. Genau. So bescheuert. Nein, und das war damals, war das eine komische Zeit. Ich war frisch verliebt. Ich war verliebt in Jesus. Und es hat mir aber niemand gesagt, dass die Beziehung, die ich führte, die weltliche Beziehung, dass das eigentlich nicht okay ist vor Gott. Mhm. Weil die Bibel da ganz klare Worte spricht. Und ein geistlicher, ja, Vater, möchte ich sagen, hat dann irgendwann zu mir gesagt, ah, der Herr wird schon richten. Der Herr wird schon richten, was soll das denn heißen? Er hat's gerichtet, mit einem Paukenschlag. Ich bekam also von diesem Freund zu Heiligabend noch eine Bibel geschenkt und am zweiten Weihnachtstag hat er Schluss gemacht. Das war die scheißeste Woche, die ich jemals erlebt habe. Ein neues Wort, die scheißeste Woche, ja. Ja, ich mache jetzt keinen Piepton rein, ja, die scheißeste Woche. Ja, das war, mir ging es so mies, mir ging es so schlecht. Aber ich habe Gott in dieser Zeit wirklich ganz tief erfahren und dass Gott mir gezeigt und auch die Worte mir ins Herz gelegt hat, ich nehme dich an die Hand, wie nur ein Vater sein Kind an die Hand nehmen kann. Und das hat mich wirklich durch die Zeit getragen und ich möchte auch die schwere Zeit nicht missen. Das verstehe ich. Ich habe immer so Angst vor dem Gebet, dein Wille geschehe. Ja, wow, oder? Ja, bisweilen schon, dass man denkt, ja. Ui, was kommt jetzt? Ja, und jetzt hast du so eine besondere Art in deinen Liedern, ja, den Menschen etwas nahe zu bringen und das war ja unsere große Bitte, auch von der Laura, ja, die ja deine Musik liebt und du hast ja zum Geburtstag schon gesungen, gell? Ja, genau. Und auch von der Hilda und von mir, ja, dass du hast so eine wunderbare Art, den Menschen etwas zu sagen durch deine Musik, ja, und du hast uns Lieder mitgebracht, ja. Ich habe dich darum gebeten, ob du 2, 3 Lieder zum Besten geben könntest. Was könntest du uns, den Zuschauern da anbieten heute? Also ich biete euch an, ein Lied von der Andrea Adams Frey. Hallo Andrea, die schaut manchmal zu. Ja, ja, und ganz liebe Grüße an den Albert, ja, weil er hat nämlich vor einigen Wochen ein mehrtägiges Seminar über Zoom, über die Christliche Kunst- und Musikakademie, ist das angeboten worden, da habe ich dran teilgenommen und es war toll. Ja, Albert ist toll. Ein toller Künstler. Bad Liebenzell haben wir uns mal getroffen beim Männertag. Ja. Okay. Was hast du noch für ein Lied mitgebracht? Mal gucken, ich weiß mal es gucken. Noch nicht. Ich habe viele Lieder mitgebracht. Mal gucken, wie viele Strophen von Mal gucken. Mal gucken. Also wir lassen jetzt die Chris einfach hier ihr Bestes geben. Laura, hast du noch eine Frage? Ich habe die vorher schon gefragt in der Pause. Ah, nö. Ja. Irgendwas Nettes. Meine Tochter ist so cool, echt. Ja. Hilda, hast du eine Frage? Du kannst gerne, Hilda singt immer gerne im Auto mit, gell? Also, wenn du mitsingen kannst, gerne. Ja. Ja, das können wir gut. Was? Wir singen nachher ein Lied zusammen. Genau. Sagen aber noch nicht welches. Okay, also ihr könnt euch noch darauf vorbereiten. Ja. Also ich verschwinde jetzt wieder hinter die Kamera, hinter mein Samsung-Handy, ja, und hinter das 50-Euro-Stativ. Und dann freue ich mich auf die Musik von euch dreien. Die fünfte. Die sechste? Ja. Die siebte. Also wir sind schon wieder drauf, Mädels, gell? Macht nichts. Wir sind gerade noch im Text raus. Jetzt 1, 2, 5, 6, kommt das erste Lied. Chris, habe ich, dir schon erzählt, dass ich früher Triangel gespielt habe in der ersten Klasse? Ja. Ein paar Mal, gell? Ja. Es ist nie was draus geworden. Also falls mal wieder eine Band aufmacht, ich kenne jemanden, der ja. Triangelt. Ja. Triangelist. Ja, keine Ahnung. Triangelist. Also, alle guten Dinge sind 3 Lieder von Chris Kembers. Wie heißt unser erstes Lied? Wir gemeinsam. Vier gemeinsam. Was? Vier gemeinsam? Vier gemeinsam? Nein, das Lied heißt Großer Gott, wir loben dich. Ach so, das Lieblingslied meiner Tante Elfriede.
Wunderbar, das erinnert mich so an Hausmusik, ja. Applaus. Wenn jetzt die Hilda vielleicht noch eines Tages mit der Zither spielt, ja, mit dem Xylophon. Blockflöte. So, wunderbar. So, genau. Action. Also, das nächste Lied ist auch wieder von Andrea Adams Frei und Albert Frei. Wir alle. Ich liebe dieses Lied, weil vor Gott sind alle Menschen gleich. Und es steht uns nicht zu messen und zu richten. Und das kommt in diesem Lied so toll rüber. Ich bin nicht Richter über den Glauben. Mir steht kein Urteil über dich zu. Ich seh die Splitter in deinen Augen, doch meine Balken siehst vielleicht du. Vom Nahen Osten kommt nicht nur Schrecken, der arme Süden ist doch auch reich. Ich schätze Weisheit aus allen Völkern, wir sind verschieden, und doch so gleich. Die Sonne scheint über uns alle, der Regen lässt keinen aus. Ich wünsche nur jedem, den Retter zu kennen und Gott nicht nur Herr, sondern Vater zu nennen. Wer glaubt, dass er steht, sehe, dass er nicht falle, Vergebung und Gnade brauchen wir alle. Es gab viel Unrecht in Gottes Namen, die frohe Botschaft wurde verkehrt. Und die im Zeichen des Kreuzes kamen, waren im Herzen oft selbst nicht bekehrt. Ich könnte weinen, dass Macht und Missbrauch sich mit der Botschaft der Liebe vermischt. Doch Gottes Reich hat andere Grenzen. Er sieht die Herzen nicht, was vor Augen ist. Die Sonne scheint über uns alle, der Regen lässt keinen aus. Ich wünsche nur jedem, den Retter zu kennen und Gott nicht nur Herr, sondern Vater zu nennen. Wer glaubt, dass er steht, sehe, dass er nicht falle, Vergebung und Gnade brauchen wir alle. Ich wünsche nur jedem, den Retter zu kennen und Gott nicht nur Herr, sondern Vater zu nennen. Wer glaubt, dass er steht, sehe, dass er nicht falle, Vergebung und Gnade brauchen wir alle. So, dann alle guten Dinge sind drei. Chris, das, was wir jetzt machen, ist nicht ausgemacht. Du wirst jetzt genauso überrascht sein wie ich. Gell? Ja. Nee, ich bin ja nicht überrascht. Ich weiß ja, was ich sagen will. Du bist genauso überrascht wie ich. Ich bin die Hilda. Und zwar, wir haben am Pfingstsonntag, hast du mich begleitet zu meinem Gottesdienst nach Nördlingen. Da hast du ein wunderschönes Lied gesungen und das wäre schön. Das war wirklich nicht... Das war nicht abgesprochen. Das war nicht Veto. Abgesprochen. Veto. Es war wirklich nicht abgesprochen. Nein. Ja, ich habe gesagt, ich lasse jetzt einfach die Kamera laufen. Ich wünsche mir so sehr, sie dieses Lied, weil die hat so ein großes Repertoire. Ja, ja. Was heißt sei auf Deutsch? Egal. Also, Auswahl. Wie heißt das Lied nochmal?
Was für ein Gott. Genau. Würdest nee, das war wirklich nicht abgesprochen. Das habe ich hier liegen. Seit ich hier reinkomme, habe ich das aufgeschlagen. Und seitdem liegt das da. Also dann, genau. Dann werden wir diesen YouTube-Beitrag... Laura, bist du noch da? Ja. werden wir diesen YouTube-Beitrag mit Laura, mit Hilda und mit Chris Kempers dann zum guten Ende bringen. Ja, was heißt zum guten Ende? Ist immer gut, ja. Und mit diesem wunderbaren Lied, hast du noch den Zuschauern da noch irgendwas zu sagen, so aus deinem Köpfchen, aus deinem Herzen? Ja, eigentlich aus noch die Botschaft aus dem Lied, wir alle, ich wünsche es wirklich jedem, den Retter zu kennen und Gott nicht nur Herr, sondern Vater zu nennen. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft und mein Vater ist noch ein Kriegskind gewesen, war ein Kriegskind. Er ist leider vor 3 Jahren verstorben. Er hat den Weg zum Herrn gefunden. Hochdement. Aber sein Geist war da. Und der hat gesagt, ich will diesen Jesus auch haben. Und das hat mich schier umgehauen. Und ich wünsche das wirklich jedem, dass er diesen Retter kennenlernt. Weil in welche Richtung die Welt gerade geht, wissen wir alle nicht. Mhm. Es gibt so viele Theorien und ob Verschwörung oder nicht Verschwörung. Ich glaube, an vielem ist was Wahres dran. Aber wissen tun wir es nicht. Und vor allem nicht, wann es kommt. Aber ich habe einen in meinem Herzen, auf den ich bauen und vertrauen kann, der mein Fels ist. Und ich wünsche das wirklich jedem. Und du hast ja auch, du hast das ganz Große erlebt, ja, die Scheinwerferlichter, die Prominenten, die Schönen, die Reichen dieser Welt, die haben auch keinen Frieden gefunden, ja, und. Aber ich hab ihn auch im Kleinen und im Elend erlebt. Auch an mir geht das Leben nicht ohne Spuren vorbei. Ich durchlaufe genauso die Täler wie jeder andere Mensch auch. Aber wir sind nicht allein. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Todesschatten. Psalm 23. Als mein Vater verstorben war, ja, es war traurig. Ja, ich habe genau getrauert, wie jeder andere Mensch auch. Nein, es hat mich nicht mehr zerrissen, weil ich weiß, wo mein Papa ist. Und Gott hat mich gezielt. Wirklich, er hat mich in die Hand genommen, hat mich durch diese Zeit getragen. Und ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich Gott nicht gehabt hätte. Gut, dass es so ist. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt hier sieht. Ja, wir haben keinen Kameramann gerade eben. Ja. Also ich bin da. Komm, ich rück ein Stück. Also, ich bediene die Kamera. Nein, muss nicht. Bleib doch da, Hilda. Bleib doch sitzen. Komm. Kennst du noch von der Schule her. Bleib doch sitzen. Oh. Ja, komm, ich guck mal in die Kamera. Ja, guck mal. Oder, Laura, schaust du mal rein. Ja, kannst du hier. Sind wir noch da, oder? Ja, aber dann sitzt sie ja ganz alleine hier beim Abschlusslied. Ich auch, oder? Das sieht man hier gar nicht, oder? Ist da ein Platz frei? So halbseitig drauf. Ich? Ja. Da war ich vorhin gerade drauf. Ja, halbseitig. Da kommt meine Laura zu mir. Deine Gnade reicht aus, ist mehr als ich. Wiederhergestellt und
Was für eine tolle Stimme, was für ein schönes Lied. Sorry, dass ich mitgebrummelt habe, aber ich konnte nicht anders. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken, ja, bei dir, Chris, dass du mitgemacht hast, Hilda, danke, dass du wieder Zeit genommen hast, Laura, dass du mit dabei warst. Ja. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet, dass ihr gute Impulse bekommen habt. Wäre schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause und sehen uns dann Ende August mit Sicherheit wieder. Alles Liebe von uns. Tschüssle, ciao. Ciao. Ist denn da wer, der mich heut wann ich fahr, der mich wärmt wann mich friert, der mich so sehr vermisst, dass er sucht nach mir? Ist denn da wer, der mich nimmt, wie ich bin, aber nicht verliert, der so sehr an mich glaubt, dass er sucht nach mir? Schreit nach dir, jeden Augenblick spür ich, ach so eine Sehnsucht nach dir.
was die finden von mir. Im Tag immer mehr steigt die Sehnsucht nach dir. Ist denn da wer, der mit mir lacht, wann ich war? Mich begleitet am Weg, der mich haltet und tragt, wann ich nimmer mehr kann.